بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزنت متنبوخ العربية بين يديك، الدرس الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الثاني والثلاثون. سعون غسل التركيب النحوية، ولدينا هنا التدريب الأول. تبادل السؤال دي فراغة فن سأل، والجواب دي أنفوت مع زميلك مت ان كامرادن كما في المثال. المثال يقول: متى تذهب إلى المدرسة؟ فان جيستو زو شولة؟ Natürlich, jeder soll schreiben, was er nicht weiß. أذهب الساعة السابعة. Ich gehe um 7 Uhr. Und das Gleiche müssen wir jetzt hier mit den anderen Wörtern machen. Beit und Al-Wahida. Bruder Shahria, wie würde das dann heißen? So, Al-Misal, das ist ja ein Beispiel, oder? Al-Misal. Genau. Na. Und also die Fragewort: Mata tathabu ila al-bayt. Und die ممتاز. نعم. متى تذهب إلى البيت؟ نعم. Mata tathabu ila al-bayt. Mata tathabu ila al-bayt. Und die Antwort lautet: Adhabu adhabu as-sa'a الأول الواحدة. أذهب الواحدة الساعة الواحدة. أذهب الساعة أذهب الساعة الواحدة. نعم. أوكي. طيب طبيب والثانية. أوكي. متى تذهب؟ Also Tabib ist ja der Arzt, nicht? Nein, nein, sahih. Also dann kann man nicht mal sagen Ilal, sondern doch, kann man sagen. Also zum Arzt heißt das? Genau, ah, und okay. Wann gehst du zum Arzt? Also okay. Mata tadhabu ila Tabib. Nein, ila Tabib. Adhabu الثانية أذهب الساعة الثانية. ممتاز. نعم. أذهب الساعة الثانية. Also die meisten Sachen sind wie im Deutschen. Also man könnte es eigentlich wortwörtlich fast übersetzen. Nur ein paar Sachen muss man sich daran gewöhnen. Ah, okay. طيب. المسجد هو الثالثة. كيف يكون السؤال؟ متى تذهب إلى المسجد؟ نعم. أذهب الساعة الثالثة. ممتاز. المهندس والرابعة. المهندس، أوكي. متى تذهب إلى المهندس؟ أذهب الساعة الرابعة. نعم، أذهب الساعة الرابعة. أحسنت. الشقة والخامسة. Also أحسن heißt gut oder wie würde man das übersetzen? أحسنت. أحسنت يعني hast du gut gemacht. أحسن أحسنت. von أنت und dann ist das zusammengeknüpft. أحسنت. Nicht zusammengeknüpft, also eigentlich sowas wie أنت أحسنت. Aber man kann den Personalpronomen oder den Subjekt kann man öfters weglassen. Und deswegen sagt man einfach Ahsanta, weil dieses Ta ist ja Fa'il, ist ja Nominativ. Und deswegen brauchst du nicht den Mubtada. Ah, okay. Ahsant. Okay. Dann die nächste Fall. No. Hatta tadhhabu ila shaqqa. Ila shaqqa. Nein. No. أذهب الساعة الخامسة. ممتاز.
Was heißt Schakka? العم Schakka? شقة مثل بيت. Beit ist, also Wohnung heißt es, oder? Genau, Wohnung. Also Haus ist ja Beit. was, wie soll ich sagen, getrennt ist oder was alleine ist eben, Ja, hier ein oben. einzelnes Gebäude Und von einem eben selbst. Schakka ist, genau. Und Ah. Schakka ist eben ein Stück. Ah, subhanallah. Okay, das sagt noch einen. وياكم العم والسادسة. Am heißt, glaube ich, Onkel, oder? Genau, نعم. Von der Vaterseite. Und was, Entschuldigung? Von der Ach Vaterseite, so, Peter. weil der Onkel von der Vaterseite, ist arm. Von der Mutterseite ist Khal. Hal. Khal. Kha, Hal. Elif, Lam. Genau. Hal. Ah, okay. Hal. Okay. Also dann haben wir Mata tazhabu ila al-am. Azhabu as-sadisa. Genau. Natürlich mit dem Schabka und Beit muss man hier in arabischen Ländern aufpassen. Wenn man sagt zum Beispiel, ich möchte ein Haus kaufen, ist es nicht so, wie als würde man sagen, ich würde eine Wohnung kaufen. Ah, Dann versteht man das schnell falsch. okay. Also es ist wie im Ja. Deutschen, ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen, das ist ja auch unterschiedlich. Genau, ja. Aber man achtet eben nicht viel darauf, glaube ich, oder? Ich glaube auch, also wenn man sagt Haus, ich kaufe ein Haus, dann ist das ein Eigentumshaus, also weiter außerhalb von Berlin. Und dann meint man das Okay. Haus mit Garten. Aber hier eine Wohnung zu kaufen, das ist so ein Apartment oder so eine Eigentumswohnung. Das ist, glaube ich, auch im Deutschen Genau. so. Okay. طيب الآن التدريب الثاني. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. نفس الشيء، das gleiche. المثال يقول: أين تصلي الفجر؟ Wo betest du das Morgengebet? أصلي الفجر في المسجد. Ich bete das Morgengebet in der Moschee. طيب، لدينا يقرأ القرآن والمصلى. السؤال. Also, ein neues Beispiel. Also, نعم. أين تقرأ القرآن؟ أين تقرأ القرآن؟ نعم. أين تقرأ القرآن؟ Ich muss mal kurz überlegen. Kann man sagen, Akra dann? Akra, ich lese. نعم أقرأ Akra ul-Qur'ana fil musalla. ممتاز يشاهد التلفاز الغرفة كيف يكون السؤال؟ Also, يشاهد التلفاز. أين تشاهد تلفاز ممتاز الجواب أشاهد تلفاز في الغرفة ممتاز نعم يتوضأ غرفة بس وونتما ولا؟ غرفة سما الجمال تمام فون سما أوكي غرفة الجلوس ولا غرفة غرفة الجلوس الجلوس غرفة الجلوس جزاك الله خيرا وياكم طيب يتوضأ الحمام يتوضأ الحمام أوكي أين تتوضأ أين أين تتفضأ أين also تتوضأ؟ نعم. أين تتوضأ؟ تتوضأ ممتاز. واشن بو بس تدش ولا؟ جنوب فو مصعود. تتوضأ أين تتوضأ؟ أتوضأ في الحمام. نعم. أتوضأ في الحمام. ممتاز. يغسل الأطباق والمطبخ. كيف يكون السؤال؟ أين تغسل الأطباق نعم نعم
أغسل الأطباق في المطبخ. نعم، أغسل الأطباق أو الأطباق أو الأطباق. Also أطباقي also جر oder Ich frage. نقول أطباق أو أطباق أو أطباقي. أطباق. ممتاز، نعم، مفعول به، أكوزاتيف. فأغسل الأطباق في المطبخ. ممتاز. ينام غرفة النوم. أين تنام؟ أنام غرفة النوم. ليس صحيح. Was du sag gesagt nochmal. hast, heißt ich schlafe Schlafzimmer. Also في أنا نعم. أسرق أنام غلف أنام في ال أنام في الغلفة غلفة ich muss kurz überlegen warte mal also Nimm das dir Zeit. muss jetzt غلفة النوم muss heißen also أنام غرفة النوم طيب، أنا أنام في غرفة النوم. Also ohne Artikel oder في غرفتي oder في غرفتي mit Artikel. Als erstes musst du die Präposition hinzufügen. أنام في und dann nachher غرفة, nicht الغرفة. Warum? Weil wir haben ein نوم. Dieses نوم hat schon dieses Wort غرفة bestimmt. Okay. Deswegen Das brauchst du ist nicht schon L. bestimmt. Ah, okay, das Genau. steckt schon in dem Adjektiv. Das ist genauso wie zum Beispiel der Apfel des Kindes. Ja, richtig. Tufahatul waladi. Und dann ist schon der Apfel bestimmt. Also wem gehört der Apfel? Dem Kind. Stimmt. Okay. Treib. Also, ich würde nochmal das letzte wiederholen. Also okay. Aina tanamu anamu fi ghurfatil naum. في غرفة النوم. النون هات ein شطة. في غرفة النوم. ممتاز. أزنهما. أين تنام؟ أنام في غرفة النوم. ممتاز. نعم. طيب الأخيرة، the last. يغسل الملابس und الحمام. Okay. أين يغسل الملابس؟ أين؟ أين يغسل الملابس؟ Ist die Frage, wo wäscht er? Wo wäscht er oder wo wäschst du? Okay, Entschuldigung. أين تغسل الملابس؟ نعم. أغسل الملابس في الحمام. ممتاز. Hier irgendwelche Fragen? Das ist sehr schön, also anschaulich, also kann man sich gut merken, Angela. Okay. Dann نذهب إلى الصفحة التالية. Wir gehen zur nächsten Seite. Die Wörter unten sind klar, richtig? Okay. طيب. المثال oder also ich muss noch schnell unterstehen. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. Also das ist das Gleiche. المثال الأول: ماذا تفعل؟ الجواب: أقرأ القرآن. Ich lese Koran. المثال الثاني: ماذا تفعلين أنت؟ أقرأ القرآن. Die Antwort ist gleich. Ich lese Koran. Nur die Frage ist unterschiedlich, eben für männlich oder weiblich. الآن du stellst die Frage und ich antworte. Okay. طيب يكنس und الغرفة. Okay.
Also you have recording stopped. Jetzt wieder. Okay. Ich hoffe, es funktioniert jetzt gut. Jetzt geht's wieder. Okay. Jetzt تشاهدوا التلفاز. السؤال okay. كيف يكون؟ ماذا تفعلين؟ Und أشاهدل أشاهد التلفاز أشاهد التلفاز. ممتاز. نعم. طيب يقرأ الصحيفة. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ Also das kurz ein, oder? ماذا تفعل؟ Was meinst du mit kurz ein? Also nicht تفعل, sondern تفعل. Genau. Also ohne mit. Auf Arabisch würde man sagen mit, ohne Verlängerung. Ohne mit. ماذا تفعل؟ نعم. أقرأ الصحيفة. Hier hat man eigentlich einen Fehler. Eigentlich الصحيفة, deswegen أقرأ الصحيفة. Dort müsste ein Schadda haben. Genau. Ah, okay. أقرأ الصحيفة. Nicht الصحيفة, sondern الصحيفة. أقرأ الصحيفة. ممتاز. نعم. أحسنت. طيب. الآن في الأسفل. يكوي الملابس. ماذا تفعل؟ نعم. أكنس الغرفة. ليس أكنس. نحن في يكوي. نحن يكوي هنا في الأسفل. يكوي الملابس. Entschuldigung, ich bin falsche Zeile. Entschuldigung. Okay. Also ماذا تفعل؟ أكوي الملابس. ممتاز. هنا. ماذا تفعلين؟ أغسل الأطباق. أغسل الأطباق. يقرأ الكتابة. ماذا تفعل؟ أقرأ الكتاب. ممتاز. طيب. Natürlich hier in der nächsten Seite. Achso. Haben wir noch ein bisschen Übung? Okay. Dann machen wir auch noch diese Aufgaben. المثال. In Spotlight. Okay. التدريب. الرابع. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال يقول ماذا ستكنس؟ Natürlich dieser Sinn ist jetzt für die Zukunft. Was wirst du staubsaugen? سأكنس غرفة الجلوس. Ich werde den Wohnzimmer staubsaugen. Natürlich gibt es Sinn und es gibt Saufa. Sinn, Waufa, Saufa. Saufa ist mehr für spätere Vergangenheit, also was noch später kommen wird. Sin ist mehr so was ein bisschen. Subhanallah. Ja. Okay. Wie Sheikh mir schon gesagt hat, die Brüder sind am Fasten. Okay, also für die Zukunft. Und für, dieser Sin ist mehr für die nähere Zukunft. Deswegen Mada Satechnusu. Aber man könnte eigentlich fast beides benutzen. Es gibt nicht einen großen Unterschied. Satechnusu. Ich werde den Wohnzimmer staubsaugen. Wir gehen dann mal runter. Okay.
Ich muss, glaube ich, nochmal die Frage sehen. Also ich habe das noch nicht so ganz verstanden, wie man die Okay. Zukunft lösen. Also man hat Mada, So. vorher hatten wir Mada Tef'al. Und jetzt haben wir Mada Sataknusu. Also, okay. Vorher war ja Yaksunu, oder? Vorher war das Yaksunu. Oder Taksunu. Taksunu. Vorher war Taknusu. ich Staubsauger, also Eknusso. Aber Eknusso. wenn man vorher fragt, also, ach so, ah, okay. Natürlich, Aknusu? wenn man fragt, Mada Teknusso, Enter. Okay, Also auf der Ter was ist für läuft die? Enter. Der Ter ist für Enter und der Elif Eknusso ist für Enna Anna. und Neknusso für Nahnu, wir. Und Jeknusu für er. Ah, okay. Also wir müssen uns je und te und er und ne merken. Okay. Und das da ist dieses Sin und Fatal, das ist Zeichen für die unmittelbare oder nahe Zukunft. Genau. Okay. Dann, also Mada Satarsilu. Montes, Namen. Dann ist die Antwort Saarsilu, Saarsilul Malabis. Montes, Namen. Saarsilul Yekwi Malabis. el Malabis. Yakfi al Malabis, okay. Mada, Satakwi, Mada Satakwi. Na. Mada Satakwi, dann würde man antworten, Saakwil Malabis. ممتاز. طيب Saakwil يصلي والفجر. Malabis. Mada, okay. Mada Sat ستصلي ماذا ستصلي نعم سأصلي الفجر ممتاز نعم طيب ننزل إلى الأسفل هنا اوكي was wirst du lesen؟ اوكي ماذا ستقرأ؟ ماذا ستقرأ؟ سأقرأ القرآن. ممتاز أقرأ نعم القرآن. ماذا ستشاهد؟ ماذا ستشاهد؟ سأشاهد التلفاز. سأشاهد التلفاز. ممتاز نعم الأخيرة الثالثة الأخيرة. أوكي. الأخيرة الثالثة. ماذا س تغسل ماذا ستغسل سأغسل الأطباق نعم أحسنت طيب Jetzt in der letzten Seite sind nochmal die Grammatiken alle nochmal so verbunden. Wegen der Zeit werde ich auch ein bisschen eilig sein in dieser Sache. Bei der Nummer 1 haben wir dann eben die ganzen Verben und wie wir das dann eben verbinden mit dem Nomen oder mit dem Wort danach. Wie zum Beispiel Aqra'ul Qur'ana, ich lese Koran. Aknusu al-Ghurfa, ich staubsauge den Zimmer oder das Zimmer. أشاهد التلفاز أشاهد فان أقرأ الصحيفة أشاهد die Zeitung
أغسل الملابس. Ich wasche die Kleider. Wenn man ziehen hinzufügen möchte für die Zukunft, macht man einfach nur ein ziehen davor und dann in welcher Form man das Verb haben möchte und dann das Wort danach. سأقرأ القرآن oder ستقرأ القرآن سيقرأ القرآن سنقرأ القرآن. Alles geht. Wir werden oder ich werde Koran lesen. أكنس الغرفة. Ich werde das Zimmer staubsaugen. سأشاهد التلفاز. Ich werde Fernsehen schauen. سأقرأ الصحيفة. Ich werde die Zeitung lesen. سأغسل الملابس. Ich werde die Kleider waschen. Wenn man fragen möchte, was machst du oder machst du das? Oder was, ja genau. ماذا ستفعل oder ماذا تفعل, was machst du? ماذا تكنس, was staubsaugst du? ماذا تشاهد, was siehst du, was schaust du? ماذا تفعلين, was machst du weiblich? ماذا تكنسين, was staubsaugst du weiblich? ماذا تشاهدين, was guckst du weiblich? Und das alles mit allen anderen Verben auch. In der Zukunft, damit ich jetzt ein bisschen abkürze, das genau das Gleiche, nur dass wir ein Sin hinzufügen. Also, ماذا ستفعل, ماذا ستكنس, ماذا ستشاهد. Wenn man nach der Zeit fragen möchte, dann fängt man mit der Frage nach der Zeit, متى, wann, تذهب, dann das Verb, إلى, zu so und so. إلى المدرسة, إلى البيت, إلى الطبيب, إلى المسجد, إلى المهندس, إلى العام. Natürlich nicht so komplex wie mal im Deutschen, wo man dann eben Raum schauen muss oder ist es neben dem Wasser oder ist es ein Ort oder ist es eine Aktivität oder eine Person. Die Araber haben richtig Probleme damit. Mhm. Und dann haben wir eben die Antwort, أذهب الساعة الواحدة. Ich gehe um so viel Uhr. أذهب الساعة الواحدة, الثانية, الثالثة, egal welche Zeit. Natürlich kann man auch jetzt, ich will auch ein bisschen einige Infos noch geben, zum Beispiel النصف. Man möchte zum Beispiel sagen 1.30 Uhr. Dann kann man eben sagen الواحدة والثلاثون دقيقة. Also man sagt die Zahl und dann nachher die Minute. Oder halb und halb. الواحدة والنصف. Es ist nicht so wie im Deutschen, wenn man sagt jetzt halb vier, also man meint damit 3.30 Uhr. Wenn man sagt الواحدة والنصف, dann meint man 2.30 Uhr, also halb zwei meine ich, tut mir leid. Halb zwei, also 1.30 Uhr. Ist das verständlich oder muss ich das nochmal erklären? Vielleicht nochmal, ich habe es nicht ganz... Okay. Jetzt, wenn man sagt halb zwei, mhm, dann sagt man im Arabischen Al-Wahida wa-Nus. Mhm. Okay, also 1.30 Uhr. Okay. Im Deutschen ist es ja so, man halbiert das irgendwie. Man sagt ja halb vier und man meint damit 3.30 Uhr. Mhm. Richtig, richtig. Da muss man aufpassen. Okay. Also im Arabischen gibt es, das ist ja was speziell für Deutsches, aber Arabisch ist insofern einfacher oder einheitlicher. In einigen Sachen schon, ja, könnte man so sagen. Oh, aber bezüglich der Uhrzeit meine ich? Ja, bezüglich der Uhrzeit, das ist viel einfacher. Ah, okay. Okay, dann haben wir Usali al-Fajr fi al-Masjid. Also Verb und dann halt die Sache und dann wo. Usali al-Fajr fi al-Masjid, fi al-Musalla, fi al-Ghurfa. Oder أقرأ القرآن. Wo? في المطبخ. في الحمام. Okay, nicht Hammam. أشاهد التلفاز. في الغرفة. في المطبخ. Oder أغسل الأطباق. في المطبخ zum Beispiel. Und dann haben wir unten أين. Wo? Ich versuche mal ein bisschen runter zu gehen, obwohl da nichts ist. أين تصلي الفجر. أين تقرأ القرآن. Das sind dann eben so die Fragen und die Antworten, die man verbinden kann, die man kombinieren kann in einem Satz. Irgendwelche Fragen? Erstmal nicht, danke. Okay, inshallah.
Natürlich, man kann so vieles kombinieren. Also das bedeutet, man muss selbst irgendwie jetzt anfangen, einen Plan zu machen. Ein Tagebuch zum Beispiel zu schreiben und kleine Sätze zu bilden. Also ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe dies gemacht. Man muss jetzt nicht hier so ein literaturisches Tagebuch schreiben, wo man hier jetzt mit Rhetorik und so ankommt. Man kann ganz normal sagen, ich habe das gemacht, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht. Und dann kommen einige Sachen, oder man denkt an einige Sachen, die man nicht weiß. Und dann schaut man einfach im Wörterbuch nach. Zum Beispiel, ich habe Saft getrunken. Und dann sagt man Saft, was heißt Saft auf Arabisch? Man geht auf Google Translator oder ganz normal im Google selbst, schreibt man dann eben Saft und dann Bedeutung. Und dann gibt es unten eine Möglichkeit, dass man auf Arabisch übersetzt. Das ist anders als Google Translator, das ist ein bisschen besser. Und dann findet man das Wort und dann kann man es hinzufügen. Und so lernt man dann neue Wörter, indem man nachdenkt und die Wörter, die man täglich braucht, die man täglich benutzt, aufschreibt. Okay, dann bleiben wir hier inshallah stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.